die Frau kann das. Hinter mir ist, das ist die Lena und die hilft uns heute, Sonja Zietlow reinzulegen. Eine Frau, die gesagt hat, ich bin nicht reinzulegen. Das werden wir sehen. Was übrigens die wenigsten Leute wissen, dass die Dschungelqueen, grüß dich, auch passionierte Westernreiterin ist. Aber es geht heute nicht um eine Pferdestärke, sondern um dreckige 204. Die stecken unter der Haube von Sonjas Wohnmobil. Also das Auto ist von Sonja, der Dreck ist von uns. Mit diesem rollenden Einfamilienhaus ist Sonja oft und gern unterwegs. Immer mit dabei Sonjas Pferde. Sie sind ihr Ein und Alles. Darum leben sie auch nicht in einem Duisburger Industriegebiet, sondern auf dem idyllischen Bärhof, wo Sonja sie fast täglich besucht. Auch heute wieder. Sie kommt, dank ihrem Ehemann, meinem Komplizen, frisch vom Corona-Test direkt in den Stall. Da ist sie gern, weil es dort immer schön ruhig ist. Heute nicht. Hallo. Wer Sonja kennt, der weiß, gleich gibt's noch mehr Krach. Erstmal muss aber ihr geliebter Brutus raus aus dem Lärm. Auf dem Weg nach draußen begegnet sie ihrer Reittrainerin Lena. Hallo Sonja. Hallo. Das tut mir voll leid, da kommt ein neuer Einsteller. Ja. Und die machen da Umbau. Ja, und arbeiten. Wie lange? Ja, eine Woche oder so. Also, was? Ja. Eine Woche infernalischer Lärm im Stall? Da kann sie ihren Brutus ja gleich nach Wacken schicken. Mach Mietminderung! Mietminderung, Marie! Ja. Entschuldigung, ich hatte euch doch gesagt, ihr sollt aufpassen und warten, ne, bis das Pferd draußen ist. Eine Woche dauert es noch mindestens. Ja. Ja, ja. Eine Woche, also dieses ganze Gebore. Ja, leider, leider. Da wird einiges umgebaut, es wird ein bisschen auf modern gemacht herin. Ja. So mit Höhensonne und so weiter. Ja, ja, schön. Nur ja. Für mein Pferd ist es eine Woche lang Stress. Ja, ja, was soll sie machen? Sie kann die Jungs ja schlecht zum Teufel schicken oder in den Dschungel. Eine andere Box irgendwie? Nee, eben nicht. Kleiner Service für Gehörlose. Sonja hat so einen Hals. Und hier ist der Mann, der an allem schuld ist. Der neue Einsteller. Und ich hab mir jetzt gedacht, ein bisschen was für Männer, ein bisschen Westernreiten. Ja, ja, wir wollten das halt einfach ein bisschen schön machen, weil ich mein, ganz ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen abgekommen, ja. Oh. Haben wir gedacht, einen neuen Brunnen rein und ein bisschen Solarium wollen wir oben da machen. Und, aha. Ja, du, nur eine andere Frage. Meine Frau, die wird jetzt eh gleich mal kommen, die hat gehört, dass deine Pferde ein bisschen beißen. Stimmt das? Ja, ja, nee. Also, ich kann ah ja, das ist jetzt meine Frau. Ja. Hallo. Hallo. Servus. Ist das die Box? Das, da schon, ja. Mein super. Ja, wie gesagt, das ist super, aber momentan ist er natürlich sehr gestresst durch die Bauarbeiten. Okay, war schon recht laut? Schon, ja. Oh, schon. Kennt man natürlich. Ja, ja. Das ist ja, geht ja bis dahin. Aber nee, mit dem Beißen habt ihr schon gesprochen, weil da ging's mal, hatten wir was gehört, dass die Pferde beißen? Nein. Hundertprozentig nicht. Nein. Ja, wir wollen halt einfach nur, dass es uns am gut sagen, geht. Das ist und mein bissiges Pferd. Ah, so viel dazu. Also er ist definitiv. Aber ein bisschen bissig schaut er schon Netter, aus. Oder? Bissig schaut er aus. Ja, kenne mich halt echt gut aus mit Pferden. Sieht der auch bissig aus? Das ist nämlich euer Nachbar. Das ist mein Zweiter. Und der beißt nicht. Ja, der beißt auch nicht. Der ist halt so ein Pferde, meine ich. Jetzt hat er schon ordentlich die Ohren angelegt. Ja, wir sehen uns nachher. Servus. Nur wo? Im Ring? Vor Gericht? Egal. Erstmal freut sich Sonja jetzt auf einen Trainingsritt mit Lena bei allerbestem Wetter. Doch schon ziehen dunkle Wolken auf in Gestalt von mir am Steuer ihres geliebten Wohnmobils. Normalerweise parkt es gut abgeschlossen bei ihrem Bekannten. Dummerweise bin ich mit Sonjas Ehemann bekannt und der hat den Zweitschlüssel. Schau, was ist das? Ja, ja, so eins hat Sonja auch. Nur in sauber. Sonja, ist das deines MQH? Das ist meiner. Let's rock and roll, okay? Sure. Los geht's. Mit mir an Bord meine beiden Lockvögel Maxine und Sinan. Wir suchen den Papa, den Christian Schäffer. Um Gottes Willen. Wo wart ihr denn mit dem Auto? Spanien. Spanien. Spanien? Ja. Kannst du
Soll ich den halten? Ich bin jetzt. Das ist mein Auto. Deins? Das ist mein Auto. Nee, das hat unser Vater geliehen. Das haben wir ja gemietet. Ich kann dir einen Fahrzeugschein zeigen, wer da eingetragen ist. Mein Name, das ist mein Auto. Der Typ hat das wahrscheinlich vermietet. Ach, das ist ja unglaublich. Wirklich? Ja. Da kommt der Papa. Und die Mama und garantiert der nächste Ärger. Sag mal ganz kurz, wo habt ihr das Auto angemietet? Beim Florian Reichenäder. Das ist mein Auto. Das habe ich dort unterstehen. Wir haben 400 für den Euro. Winter. 400 Euro am Tag gezahlt. Nichts, 400 Euro am Tag. Der ist nicht zu vermieten. Die waren jetzt ewig unterwegs also mit dem, die Kids. Haben das Auto, die waren in Spanien, die haben das Auto 2 Wochen gebietet. Vielleicht ist das ein Missverständnis, nein, oder? Missverständnis. Das ist kein Missverständnis. Ihr könnt nichts dafür. Um Gottes Willen, ich bin nur gerade sehr aufgeregt, weil das mein Auto ist, das ich neu gekauft habe letztes Jahr. Ich weiß genau die Schälchen, die da drin sind. Ich weiß, das ist mein Auto. Ich habe meinen Autoschlüssel hab ich dabei. Ich kann holen und kann. Ja, probier das doch mal bitte. Sollen wir das Pferd halten? Der ist jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich auch aufgeregt bin. Aber beißen tut er nicht. Nein. Also wenn hier gleich jemand beißt, dann ist das Sonja. Ihr glaubt's nicht. Was? Dieser Florian Reicheneder, wo ich meinen Truck unterstehen habe, der hat es denen vermietet. Die waren in Spanien damit, den Kindern von diesem neuen Einsteller da. Die fahren gerade auf dem Hof, das sieht aus, mein Auto, das für 400 Euro am Tag vermietet. Was? Für 2 Wochen, die waren damit in Spanien. Das gibt's doch. Ich zitter gerade. Sonja ist so am Zittern. Ja, jetzt bin ich gespannt. Dass sie hofft, den Schlüssel überhaupt ins Schloss zu bekommen. Na also, läuft. Auch für uns. Seht doch, ich kenne doch mein Auto. Das sind alles meine Sachen, die ich hier reingetan habe. Meine Decken, mein Bettzeug, meine Schärpe. Aber vielleicht stoppt dich da jemand, der alles kauft, was du hast. Ach, von dir. Guck mir hier. Mein Schlüssel. Warte, ja. Wo ist er? Hier, mein Schlüssel. Hier hinten. Hier hinten geht's auf. Kann ich helfen, oder was? Ja, vielleicht? Bist du? Unser Fahrer. Na, aber ich kann doch helfen, das ist doch gar kein Problem. Wieso kannst du helfen? Womit? Ja, ich könnte dir jetzt helfen. Du könntest sagen, Sonja, ich helfe dir mal, das Auto aufzuschließen. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, wir haben Sie! Doch, guck mal, da hinten eine, da ist eine, und da ist auch eine, und da ist auch eine. Hat dir eigentlich schon mal jemand in die Eier getreten? Aber nicht vor laufender Kamera. Ich vor laufender Hinterher? Ja. Sehr gut. Das ist eine Frau, die gesagt hat, ich bin unreinlegbar. Und ja. Wir haben bewiesen, es hat geklappt. Hier auf Kosten der Tiere. Nein, oder so. Oder so. Also wenn ihr unseren YouTube-Kanal von Verstehen Sie Spaß abonnieren wollt, wovon ich ausgehe, nach diesem super Prank, einfach hier unten klicken, oder? Ich klicke gleich da unten. Au, aua, das jetzt, an, das klicke ich. So, geklickt. Da oben geht's zum nächsten Video. Und ich gehe jetzt nach Hause. Hau ab jetzt. Geh mit Schildern.